So, hallo. Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt gerade gesehen, dass ein paar Feuerwerksdinger aus der Greed-Maschine rauskamen. Ich habe nämlich 999 Münzen in dieser Greed-Maschine gerade eingezahlt. Leider hatte ich da die Aufnahme noch nicht laufen. Aber jetzt mache ich's. Jetzt kommt die 1000. Münze in die Greed-Maschine. Yay! Oh, ich habe was freigeschaltet. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Das wusste ich ja noch gar nicht. Bestimmt kein neuer Charakter, der ekelhaft schwer zu spielen ist. Bestimmt nicht. Lass ihn mal ausprobieren. Vielleicht im Greed Mode. Da haben wir ihn ja auch her. Curse of the Blind. Oh cool, hat ja so viel gebracht. Nee, lass mal lassen. Basement. Irgendwie ist das nicht so ganz das, was ich haben wollte. Weiß ja nicht. Mal gucken, was ich bekomme. Zwei Schlüssel. Oh, das könnte praktisch sein. So, mal ein bisschen spielen. Münze werfen. So. Mal ein bisschen spielen. Mit diesem tollen neuen Charakter, den wir gerade freigeschaltet haben. Mal sehen, wie weit ich komme. Oh Gott. Ein Hit. Boah, Mann, das ist ja fast schon... Boah, ist das schlimm. Mit diesem Triple Shot dann auch noch. Ich will einen anderen Charakter spielen. Das ist doch Hühnercoach. Das ist doch... Das ist der letzte Dreck hier. Was ist das für ein Kackcharakter? Ja, aber sorry, so kann ich ja nicht spielen, ne? Also hier einfach viel zu voll hier. Viel, viele Gegner. Aber diesen Knopf in der Mitte zu benutzen, wäre ja auch dämlich. Der ist nicht dafür da, weil dann nehme ich ja Schaden. Und Schaden nehmen wäre ja richtig dämlich. Freiwillig Schaden. Aber Greed Mode ist, glaube ich, ziemlich einfach mit dem Charakter hier, weil der ja benutzt ja Münzen als Leben und hier liegen ja genug Münzen rum, ist ja Greed Mode. Und ich habe noch einen Wooden Nickel, also eigentlich sollte das gehen. Ich werde vermutlich trotzdem verlieren, aber das liegt eher daran, dass ich schlecht bin, nicht dass es schwer ist. Sorry, schwierig. Korrigation. Außerdem fehlt dann S. So, die lasse ich jetzt mal liegen, die restlichen, und okay, wie stellt sich das Spiel vor, dass ich in den Curse Room gehe? Vermutlich gar nicht. Wie ich das Spiel kenne. Spiel stellt sich erstmal so gar nichts vor. Okay. We need to go deeper. Ich bin versucht, das zu nehmen. Kommen wir mal lieber das. Und ich bekomme The Hanged Man. Was es mir erlaubt, hier reinzugehen. Ein Devil Deal. Und ich bekomme gar nichts. Geil. Weil alle Herzen werden in Fliegen verwandelt und da waren anscheinend nur Herzen drin. So. Das hat mir wortwörtlich nichts gebracht. Okay. So, also der nächste Gegner ist der Duke of Fleas. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Jetzt. Tötet. Stirb, du. Stirb. Stirb einfach. Ich hätte mir vielleicht doch keinen Shotspeed abkaufen sollen. Das wäre irgendwie ziemlich dämlich von mir, aber gut. Okay. Das hat nichts gebracht. Oh Mann, ich hasse Gemini. Gemini ist Hurensohn. Gemini ist Hurensohn, ganz ehrlich. Der bekommt so komischen Knockback, der Kleine. Ein komisches Knockback ist scheiße, weil den kann man immer schlecht ausweichen. So, die Devil Wave machen wir jetzt natürlich nicht, weil die haben wir ja schon gemacht. Praktisch. Weil wir waren ja schon im Devil Deal. Boom. So. Und, na, wobei, eigentlich könnte ich sie machen, weil dann wäre ich in einem Devil Deal gewesen, dann wäre die Chance höher, dass ein Angel Deal spawnt.
Na okay, jetzt habe ich alles eingesammelt. Das brauchst du auch nicht mehr zu machen. Cool. So. Okay, Basement überlebt. Das Item ist gut. Das Item ist scheiße. Okay, ich kaufe mir nichts davon, würde ich sagen, oder? Nee, das kann ich erstmal lassen. Yes. Oh, ich hasse diese niedrige Schussrate, ey. Ist ja fürchterlich. Ich will Matthias. Ich will Matthias. Gib mir Matthias. Oh Gott. Ha, es läuft okay bis jetzt. Aber ich will Matthias. Das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Es läuft. Oh, scheiße. Aber es läuft echt ganz vernünftig. Also ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Also mit Greed Mode ist mit Keeper echt machbar. Ich werde auch nur den ersten Run hochladen. Zeige ich euch nicht, weil ich dafür zu faul bin. Bin ich nicht böse. Ja, ich bin nicht böse. Ich lass das mal alles bleiben. Mal sehen, was ich dieses Mal so bekomme. Was bist du? Pretty Fly. Super. Ist schon mal gut. Eine hübsche Fliege um sich rum zu haben, ey. Und noch eine? Ich hab Glück. Aber nur leicht. Ah. Das passiert, wenn er zu wenig Tiers hat. Und das passiert, wenn er zu wenig Skill hat. Also, doch noch zweiter Run. Kurz auf der Blind will ich nicht. Ich betreibe jetzt mal ein bisschen Reset-Kultur. Einfach, weil ich es kann. Resetten, 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 bis was Gutes kommt. Resetten, bis was Gutes kommt. Das kann doch nicht so schwer sein, zu warten, bis was Gutes kommt, oder? Du bist ein Special Shopkeeper? Ja, super. Das war, habe ich gehofft. Dass der das macht. So. Nee, was macht denn das mit dem Dreifachschuss? Schnell weg damit. Hier rein und sterben. Nee, lass mal bleiben. Drop was Gutes. Ja, danke. Oh, was ist das, Markt? Danke, Curse of the Maze. Danke. Hab dich auch lieb. Lazy Worm. Was macht der? Oh, nee, den will ich nicht. Sorry. Mhm.
Krieg ja echt nur Müll. Einmal hier. Das ist es nicht, was ich wollte. Mal gucken, wie sie spielt. Ich meine, ich habe Spoonbänder. Das ist schon nice. Hilfe. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ah. Ist nicht das Wahre. Halo. Oh, eine Donation Machine. Nein, 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 nein. Nicht sprengen. Gut. So. Hatte ich jetzt nicht vor. So, Schlüssel holen. Ich hätte es mir auch so holen können, theoretisch. Aber das ist zu Mainstream. Oh, Techpoint X. Oder einfach nur Tech X. Tech X ist super. Ich mag das. Allerdings ist es vermutlich schmerzhaft zu spielen, wenn man ein Triple-Ding hat. Na wobei. Oh Gott, lädt das lange. Allein für die unterste Stufe schon. Meh. Meh. Tears Up? Ja, das ist schon was Neues. Vielleicht sogar mit Zäumilk. Oh, dafür ist es halt krass, weil es Piercing ist. Ich glaube, ich spiele das mal, den Run. So. Erster Gegner Pin. So, tot. Zweiter Gegner Gurglings. Sehr einfach. Vor allem, weil es so viele sind, die sich eine Healthbar teilen. Und die nicht anscheinend nicht besonders stark sind, wenn die schon so runtergeht, wenn ich nur einen hätte. Ja. Na, einfach. So, und ihr seid noch zweimal glatte Lied. Das ist ja auch richtig billig. Wie ist denn das gedacht, dass es hier anspruchsvoll ist? Ne, also so nicht. Oh, scheiße. Und sowas kann ich mir jetzt nicht kaufen. Ach man, das war ein Inkubus. Inkubus ist so geil. Naja, dann erstmal alles einsammeln. Und nichts davon kaufen. Okay. Ebene 2. Blinder Curse. Scheiße. Also, Fluch der Blindheit. So. Bitte sei jetzt nichts Katastrophales. Ach, ich hatte am Anfang gar nicht die Inner Eye. Das ist einfach ein normaler Triple Shot. Na geil. Wie sind das gedacht? Hallo? Ich kann gar nicht schießen. Es dauert hier ewig, bis ich aufgeladen habe jetzt. Aber wenn ich dann aufgeladen habe, dann geht's ab. Also, Notiz, ich brauch Säumilk. Notiz am Rande. Okay. Einmal alle platt machen. Ich glaube, es ist gut, am besten jetzt zu warten ein bisschen. Einfach, bis sie sich gut aufleihen, die Gegner. Ja, so ist es gut. So spielt man das gut, glaube ich. Weil noch habe ich ja noch alles im Griff. Das ist super. Und jetzt den Boss, den ersten Gemini.
Zum Glück sind das Piercing-Tiers, das heißt, der Gegner bekommt kein Knockback. Mein schlimmster Feind an Gemini, das Knockback, was der bekommt. Oh Gott, du stirbst mal schön noch. Okay. Und jetzt noch die Pentagrammwelle. Oh Gott. Oh, scheiße. Und Engelraum, super. Mit nichts für mich. Toll. Super, danke, danke, Engelraum. Hab dich auch lieb. So, davon kaufe ich mir nichts, weil ich in Blindheit bin. Also auf dem Blindheitsflur. Ey, ich rede ja echt noch mehr Scheiße, wenn ich aufnehme, als wenn ich nicht aufnehme. Ist ja auch super. Dass es überhaupt möglich ist. Nee, jetzt lass ich mal in Ruhe. Okay. Pay-to-play ist eine gute Langzeitinvestition für sowas. Kidney Stone, den hatte ich noch nie. Also doch, ich hatte ihn schon mal, aber er hat mir nichts gebracht. Also sammle ich ihn einfach mal ein. Aus Prinzip. Weil ich ja Real Platinum God werden will. Auch schön, wie die Bombe durch einen Schlüssel ersetzt wurde. Ja, okay. Ich verstehe schon. Du funktionierst nicht so. Gut, hole ich mir halt das. Tralali, tralala. Wow. Wow. Wirklich wow. Alter, das hat sich echt gelohnt, muss ich echt sagen. War auch überhaupt nicht sinnlos oder so, ne? Überhaupt nicht. Und sind auch überhaupt nicht die gleichen Wellen hintereinander oder so. Überhaupt nicht. So. Und jetzt noch den Weißen irgendwie töten. So, auch tot. Brimstone. Oh, scheiße. So, ihr seid dann auch mal tot. Und ihr seid dann auch mal alle tot. So. Dann einmal zur Geschichte mit dem Bossen. Pond. Der ist einfach, der ist einfach. So, der ist echt einfach. So, das war's. Jetzt kommt noch ein Monstro 2, der ist auch einfach. Er sagte er und starb vermutlich gleich. An Monstro 2. Wie ich mich kenne. Weil von wegen unterschätzt niemand seinen Gegner und so. So, ne? Ne? Versteht ihr? Oh, scheiße. Dodging Skills. So, und jetzt noch die... Oh, scheiße, ich hasse Gurley Jr. Genau dafür hasse ich ihn. Oh Gott, ich hasse ihn. Aber ich mache zum Glück Schaden mächtig. Das heißt, es ist nicht ganz so unangenehm, den zu bekämpfen, wie es eigentlich wäre. Und es ist ein Engel-Deal mit der Crown of Light. Super. Also erstmal Double Damage. Sauber. Sauber, sauber. So, was mache ich denn jetzt? Ist alles in Ruhe, lassen zur nächsten Ebene gehen. Ich hab's verstanden. Da war noch ein Tidal Rock, aber den hätte ich eh nicht sprengen können. So, dann einmal das. Das ist super. Das ist auch ganz okay. Auch wenn ich es nicht brauche.
Best Friends Forever ist relativ schlecht, weil ich es immer mit Hive Mind verwechsel. Super. Toll. Ich wollte gerade sagen, weil der Keeper ja sämtliche Herzen in Fliegen umgewandelt bekommt. Und dann fiel mir auf, dass ich ja eigentlich hätte dann Hive Mind kaufen sollen. Schön, dass ich die Items immer wieder verwechsel. Habe ich bestimmt auch nicht 20 Mal schon heute gemacht. Ich lerne es halt auch einfach nicht, ne? Das ist so toll. Das ist so toll. Und ich sollte echt da oben bleiben, weil da oben sind die Münzen und die Münzen sind ja meine Leben. Und ich sollte natürlich da bleiben, wo ich immer regenerieren kann. Wie man sich vielleicht denken kann. Oh Gott, das ist gerade schon so ein bisschen gefährlich, was ich mache. Nur so ein bisschen. Oh Gott, ich hasse diese Brimstone-Geister. Die sind so fürchterlich. Ich will die nicht. Ich will andere Gegner. Choose your enemy. Super. Bloat, du bist tot. Ich mache einfach zu viel Schaden. Das ist gut. Es gibt niemals zu viel Schaden. Greed wird natürlich jetzt ein Mega-Spaß damit, aber... den lassen wir jetzt mal natürlich gekonnt außen vor. Tun einfach so, als gäbe es ihn nicht. So. Crown of Light funktioniert. Wieder. Scheiße. Oh Gott. Bin überhaupt nicht tot oder so. Was war das denn? Ah, klar, Epic Fetus macht ja jetzt auch irgendwie 20.000 auf einmal Schüsse, weil ich ja dieses mega coole Item habe. Also Triple Shot und so, ne? Super, dann hat das ja auch geklappt. Perfektum. Du bist mir egal. Und du bist mir auch egal. Dann einmal raus und einmal alles einsammeln. Und vielleicht gucken, was es im Shop gibt. Weil ich es wieder vergessen habe. Nichts Wichtiges. Ich habe so viel Geld übrig, weil ich einfach mir nichts Sinnvolles kaufen kann im Shop. Okay. Sheol. Robo-Baby nehme ich gerne mit, wollte ich sagen. Und dann nahm es doch nicht mit. So, die lasse ich jetzt mal da liegen, falls ich irgendwann mal noch mich heilen muss zwischen den Wäldern. Das ist W Enemy, W Friends. Das ist nicht so das, was ich will, aber das ist ein Speed-Up, das nehme ich gerne. Das ist ein Tears-Up, das nehme ich auch gerne. Das ist ein Damage, Speed-Up, das nehme ich auch gerne. Jo, dann wären wir schon wieder an der Stelle angekommen. Das war's dann. So. Ich bin erstaunlich gut gerade. Das überrascht mich. Eigentlich bin ich nicht so gut. Oh Gott, scheiße. Das wäre fast mein Tod gewesen. So. So, das war's dann einmal. Einmal die Crown of Light wiederherstellen. Und Sloth besiegen gehen. Und Super Sloth gleich mit. Guten Tag, Super Sloth. Wie geht es Ihnen heute? Ich kann leider nicht feuern, weil ich zu viel Tiers habe. Auf einmal. Hui. Und was bekomme ich noch? Ein paar Headless Horsemen. Glaube ich 8 oder so war es. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Nee, bin ich nicht. Schön. Ich habe auch gerade ein bisschen mehr Glück als Verstand, aber... das gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut, dass das so ist. Hui. So, und ich bekomme noch Lockdown und Puberty. Toll. Also schon wirklich fettes Glück habe ich bei den Pillen, muss man jetzt mal anmerken. So, 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 so.
Ultra Greed wird jetzt natürlich auch noch ein Spaß, aber daran denke ich jetzt erstmal gekonnt nicht. Weil, an sich wird es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Weil, es droppen ja immer Münzen, wenn man gehittet wird bei Ultra Greed. Weil, so funktioniert Ultra Greed ja. Und die kann ich dann ja zur Heilung benutzen an sich. Hoffe ich mal. So, war das das? Ne, nichts gehittet, aber passt dann auch schon wieder. Ihr seid jetzt so und dann einmal hitten. Oh Gott, tot. Ne, nicht tot. Immer diese Sache mit dem mehr Glück als Verstand. Schöne Sache. So, fett aufladen. Na, mit Envy ist das natürlich sehr witzig. Auch wenn die Tiers noch so piercing sind, dauert das eine Ewigkeit, bis man Envy tot hat. Ah. So. Ach, noch Rackman kommt dann. Auch ganz toll. Hab ja auch nichts anderes zu tun, als Rackman zu bekämpfen. Waren auch überhaupt nicht viele Hits gerade. Nee. Alles nur Einbildung. So. Diesen Boss verstehe ich nicht, warum der so spät kommt, weil der ist an sich richtig einfach. Ich meine, guckt euch mal an, wie wenig Leben der hat. Ich meine, da ich mich trotzdem von ihm hinten lasse, ist jetzt eine andere Geschichte. Das zeigt einfach nur, wie schlecht ich bin. Und dass man, wie ich bereits schon seit Ewigkeiten betone, keinen Skill braucht, um Real Platinum Gott zu werden. Oh Gott, scheiße. Ihr geht sterben. Danke. Puh. Was mache ich jetzt am besten? Ich habe ein bisschen Angst vor dem Ultra Greed. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn, selbst wenn ich sterbe, ist zwar schade, aber ist dann halt so. Muss ich damit leben. Oh Gott. Ein vergrößerter erstmal. Oh Scheiße. Okay. Ja, so. Toll, ist super. So wollte ich das haben. Mit dem Ultra Greed. So nicht anders. Erstmal direkt einen auf die Fresse bekommen. Klar. Best. So. Ich hasse Ultra Greed. Habe ich das mal jemandem gesagt? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, denn Ultra Greed ist ein Hurensohn. Und ich kann nicht dodgen. Ich kann dem absolut nicht ausweichen, den Typen. Das ist so schlimm. Diese ganzen fürchterlichen Kackattacken und die Schlüsselattacke. Oh, ich könnte kotzen. Ja, jetzt werde ich gleich erstmal totgespammt mit allen möglichen Gegnern. So. Sind auch überhaupt nicht viele oder so. Nee, überhaupt nicht. Oh Mann, aber diese mehreren Tiers, die sind dann schon gut an der Stelle. Oh Gott, ich kann dem nicht ausweichen. Ich kann dem gar nicht ausweichen. Das ist so schlimm. Aber wie gesagt, das erscheint relativ möglich, die ganze Geschichte. Also abgesehen davon, dass ich dem immer noch nicht dodgen kann, den Typen. Zumindest nicht gescheit. Also so ein bisschen dodgen kann den ja jeder. Aber so richtig dodgen kann ich den halt nicht. Was halt ein bisschen scheiße ist.
Oh, scheiße. Scheiße. Super. Oh Gott, dieser Fight dauert auch so entsetzlich lange wegen dieser scheiß Schadenslimitierung. Es ist so furchtbar. Ich will Ultra Greed nicht. Ich will Ultra Greed nicht bekämpfen. Nicht mit dieser Kack-Sache. Ich kann ja nicht mal richtig Schaden machen. Ganz ehrlich, ich bin genervt von dem Spaß. Weißt du, in einem Spiel, in dem es darum geht, OP zu sein, was machen wir? Wir verbieten dem Spieler, OP zu sein. Indem wir ihn einfach irgendeine beknackte Schadenslimitierungs-Kackgrenze reinschieben. Ganz ehrlich, Edmund, fick dich doch. So eine Aktion musst du doch echt nicht sein. So anspruchsvoll du diesen Boss doch machen willst, lass sowas doch. Ganz ehrlich, bitte. Deine Spiele haben auch nur Gefühle. Und wollen auch nur irgendwie das Spiel schaffen. Und nicht unmögliche Scheiße. Mit Lost wird das Ganze noch ein viel größerer Spaß, ganz ehrlich. Also sorry, aber das hier mit Lost, das will ich nicht mehr. Erstmal einen auf die Fresse bekommen. Und diesen Missgeburten-Boss. Ich kann nicht mehr, ey, ganz ehrlich, ich bin genervt. Nein, ich bin auch überhaupt nicht genervt. Also, ich bin überhaupt nicht beleidigend gegenüber diesem Boss. Und auch überhaupt nicht beleidigend gegenüber sämtlichen Leuten. Ich bin auch überhaupt nicht angespannt oder so. Ich will auch überhaupt nicht gerade einfach nur diese Scheiße hinter mir haben. Und das am besten nie wieder spielen müssen. Nie wieder diesen Charakter, bitte. Nie wieder. Oh Gott, Puls over 9000. Puls over 9000. Oh mein Gott, bitte habe ich aufgenommen. Bitte habe ich aufgenommen. Bitte habe ich das aufgenommen. Bitte habe ich das aufgenommen. Diesen spektakulären Mega-Win. Scheiße, war das anspruchsvoll. Ich gehe dann. Tschüss. Achso, natürlich erst gleich noch, nachdem ich an den Aggressor geschrieben habe, dass ich immerhin schon ein Zentzeichen habe. Get wrecked, Aggressor. Get wrecked. So, tschüss.